Das Thema soll heute sein: Spiritualität in unserer Zeit. Ich weiß nicht, wer wegen des Themas gekommen ist. Aber das Thema ist nicht so ganz leicht, weil die Spiritualität die es sich hier dreht, ist ganz und gar zeitlos. Die hat wahrscheinlich begonnen vor ungefähr 10.000 Jahren, als die Menschen angefangen sind, dieses Hordenbewusstsein zu überschreiten. Wahrscheinlich gibt es seitdem das Aufwachen. Jedenfalls wissen wir definitiv, dass es es seit 2500 Jahren gibt, als Buddha aufgewacht ist. Und wir müssen sehr sicher annehmen, dass es es vor 4000 Jahren auch schon gab, als die ersten indischen heiligen Schriften verfasst wurden. Vor 4000 oder 5000 Jahren, zu einer Zeit, wo wir hier in Germanien noch in Höhlen und Hütten gewohnt haben und ganz sicher noch nicht der Schriftsprache mächtig waren. Und was ist dieses, was da seit Tausenden von Jahren gleich geblieben ist? Was sich verändert hat, sehen wir schnell. Die Form, die Sprache. Die Kleidung. Wir laufen nicht mehr in orangenen Gewändern rum. Das hat sich verändert. Aber was sich nicht verändert hat, ist das Ziel, worauf sich die Suche des Menschen richtet. Und was sich vor allem nicht verändert hat, ist die innere Wahrheit, die Menschen finden können. Wahrscheinlich ist, solange der Mensch auf dieser Erde ist, gleichzeitig ihm ein inneres Streben eingegeben, glücklich zu werden. Aber worin besteht das Glücklichwerden? Was ist das, was den Menschen glücklich macht? Was ist das, was dich glücklich macht oder machen würde? Zuerst als Kind oder Jugendlicher denkt man, wenn ich erwachsen bin und wenn ich eine richtige Freundin gefunden habe oder wenn ich einen Beruf gefunden habe, der mich ausfüllt, wenn ich viele Freunde habe, oder ein Haus baue. Dann werde ich glücklicher. Aber es gibt immer mehr Menschen, die merken, dass das nicht ausreicht. Dass das nicht ausreicht.
Und wenn wir jetzt einen Blick auf unsere Zeit werfen, wo das Thema schon mal so heißt, dann sehen wir, dass die Menschen, dass es immer mehr Menschen gibt, die merken, dass es mit Haus, Frau und Kindern, so wichtig das auch sein mag, nicht getan ist. Dass der Beruf wichtig ist, aber nicht erfüllt. Und die dann einsetzende Suche war seit Tausenden von Jahren dieselbe. Es scheint unterschiedlich zu sein, welche Aufmerksamkeit die Menschen, die Menschheit oder die Gesellschaft, welche Aufmerksamkeit dem geschenkt wird. Dreht sich also um eine Spiritualität, die sich nicht mit einzelnen Veränderungen begnügt, nicht damit begnügt, dass man spirituelle Konzepte hat statt der anderen. Die sich auch nicht damit begnügt, dass man was anderes glaubt. Sondern die darauf abzielt, in sich selber eine andere und tiefere und wirklichere Realität zu entdecken. Und an dieser Suche beteiligen sich offensichtlich immer mehr Menschen. Und merkwürdigerweise, weil wir nicht wissen, woran es wirklich liegt, scheint es heute, seit 10, 15 Jahren, plötzlich sehr viel leichter geworden zu sein, wirklich Erleuchtung zu finden, wirklich aufzuwachen. Wir sind in einer glücklichen Lage, dass wir nämlich nicht nur eine spirituelle Richtung haben, dass wir nicht nur eine bestimmte Tradition kennen und alles andere weit weg ist, sondern dass wir die verschiedenen spirituellen Wege und Traditionen kennenlernen und erforschen können. Das war früher nicht der Fall. Früher wuchs man, wenn ich sage früher, dann meine ich ein paar Jahrhunderte, wuchs man in eine bestimmte Tradition hinein und war dann glaubens, dass die Erde am Mittelmeer aufhörte. Oder selbst wenn man ahnte oder wusste, dass es woanders andere Suchende gab, hatte man wenig Chance, etwas Genaueres davon zu erfahren. Und jetzt kennen wir die verschiedenen Traditionen. Die im Osten und im Westen. Und es hat sich noch etwas verändert. Im Westen ist seit gut 100 Jahren ein ganz anderer Weg des menschlichen Wachstums und der menschlichen Veränderung entstanden und gewachsen. Das, was sich in der Psychologie, in der Psychotherapie, in der transpersonalen Psychologie entwickelt hat, richtete sich auf
richtete und richtet sich auf eine innere Befreiung des Menschen. Allerdings ist das Ziel und der Horizont nicht so weit gesteckt, wie es in der spirituellen Suche ist. Und trotzdem können die spirituellen Wege einiges lernen, einiges nutzen, was auf diesem ganz anderen Weg des menschlichen Wachstums entdeckt und entwickelt wurde. Es hat sich oder wenn wir mal erforschen, woran es liegt, dass seit 1990 sich die Situation verändert hat. Vorher, beispielsweise als ich studiert habe, gab es eine große Aufbruchsstimmung an der Universität im Fachbereich Psychologie und Erleuchtung finden war eigentlich ein selbstverständlich relevantes Ziel. Keiner wusste genau wie und wo. Manche fuhren damals nach Pune zu Osho, kamen wieder, hatten aber keine Erleuchtung gefunden. Aber es hatte, wie man sagt, kulturelle Präsenz. Kulturelle Präsenz ist, wenn etwas unangenehm ist, wenn man es nicht kennt. Aber keiner wusste so genau, wo und wie. Und erreichbar schien es nicht wirklich. Dass Osho aufgewacht war und Krishnamurti in Amerika lehrte, das schienen sowas wie Einzelfälle, wie Glückszufälle der Menschheit, dass sie solche bedeutsamen spirituellen Lehrer bekommen. Wirklich rare Einzelfälle. Das war in den 70er Jahren und das hat sich in den 80er Jahren nicht verändert. Aber ab 1993, hat es sich plötzlich verändert. Eine Situation wie heute, dass man in einer Stadt mehrere erwachte spirituelle Lehrer trifft, die regelmäßig da sind und noch ein paar, die am jeweiligen Wochenende da sind, war vor 30 Jahren absolut unvorstellbar, wirklich unvorstellbar. Selbst wenn man sich damit beschäftigte, hat man wirklich geglaubt, man müsse mindestens in den Himalaya fahren, um auf solche erleuchteten Wesen zu stoßen. Wenn wir die heutigen spirituellen Lehrer anschauen, wo sie herkommen, dann sehen wir, dass sie alle durch die Bank mehr oder weniger direkte oder indirekte Schüler eines spirituellen Lehrers sind, der in Indien gelebt hat. Der 1885, 84 oder 78 geboren wurde, der mit 16 Jahren aufwachte ohne irgendetwas von spiritueller Tradition zu kennen. Er lebte als ein normaler Schüler in Indien, besuchte im Übrigen eine christliche Schule, hatte sich aber auch für den Religionsunterricht wenig interessiert und hatte eines Nachmittags eine merkwürdige Erfahrung. Es kam ihm so an,
dass er an diesem Nachmittag sterben müsste. Und nachdem er die Welle von Angst durchlebt hat und zugelassen hatte, nachdem er diese Angst erlebt hatte, hatte er für sich beschlossen, wenn ich denn dann jetzt schon sterben muss, dann will ich wenigstens ganz genau mitbekommen, was währenddessen passiert. Und er hat sich auf den Boden gelegt und abgeschlossen mit sich und der Welt und auf den Tod gewartet, in ganz wacher, aufmerksamer Haltung, um es mitzubekommen. Das ist eine sehr ausgesprochen seltene Situation. Wir können uns vorstellen, was in diesem Jugendlichen von 16 Jahren in diesem Moment vorgegangen ist. Nämlich, dass er in diesem Moment keinen Gedanken mehr an irgendwelche zukünftigen Pläne und Wünsche hatte. Im Bewusstsein zu sterben, spielen die nächsten Ferien einfach keine Rolle mehr. Spielt auch das nächste Fußballspielen an der Schule, für das er sich vorher am meisten interessiert hatte, keine Rolle mehr. Wenn ich jetzt weiß, dass ich jetzt sterbe, spielen noch nicht mal die anderen Menschen eine Rolle. Jedenfalls, wenn ich mit diesem Sterben nicht kämpfe, nicht hadere und nicht dagegen angehe. Und in dem Moment, wo die ganze Zukunft wegfällt, fällt auch die ganze Vergangenheit weg. Fällt die ganze Vergangenheit weg. Und in dem Moment ist jemand vollkommen konfrontiert mit diesem gegenwärtigen Augenblick und mit sonst nichts. Wenn er also auf diese vollständige Weise loslässt, wacht er auf. Und das ist, was mit Ramana geschehen ist. Er ist aufgewacht oder hat Erleuchtung gefunden in diesem Augenblick des vollkommenen Loslassens. Er hat vorher nicht geübt, er hat vorher keine Praxis gehabt, er hat vorher nicht meditiert, er hat gar nichts gemacht. Aber in diesem Augenblick hat er alles losgelassen. Er hat sich dann an diesen als heilig verstandenen Berg gesetzt und hat sich dahingesetzt und nichts mehr getan. Und nach einiger Zeit kamen Menschen um ihn herum und brachten ihm auch was zu essen und dann fing er nach einiger weiterer Zeit an zu lehren. Und gerade weil er in keiner Tradition war, konnte er alle Menschen, egal ob es Hindus waren, ob es Christen waren, ob es Buddhisten waren, die herkamen. Viele Menschen in den 20er, 30er Jahren kamen aus dem Westen. Er wurde hier einigermaßen berühmt, vor allem durch ein wichtiges Buch von dem Paul Branden. Es reisten Professoren, andere aus Paris, London, München oder Berlin dahin. Und eine Reihe von Schülern, eine Reihe von Menschen, die dort waren, wachten ebenfalls auf. Unter den verschiedenen Menschen, die aufgewacht sind und als Lehrer arbeiteten, war einer der wichtigste, das war Punjaji. Deswegen, weil der wiederum sehr viele Menschen aus dem Westen angezogen hat und durch dessen Arbeit wiederum sehr viele Menschen aufgewacht sind, die dann wiederum als Lehrer arbeiteten. Und so
ist die augenblickliche Situation, die sich seit den 90er Jahren verändert hat, direkt, unmittelbar zurückzuführen auf das Wirken dieses erwachten Lehrers in Indien, der 1950 starb und sein wichtigster Schüler Punjabi starb 1997. Mein eigener Lehrer war derjenige, der Punjabi gewissermaßen berühmt gemacht hat, weil er zu ihm hingefahren ist in Indien und dann aus dem Westen mehr Leute mitgebracht hat und darüber geschrieben hat und ein Buch herausgegeben hat. Das wiederum hat Punjabi dann berühmt gemacht, weswegen sie dann zu ihm hinfuhren. Wir können unsere eigene Geschichte anschauen und gucken, ob es nur an so einer Person und so einem Lehrer lag oder ob sich in den 90er Jahren noch anderes verändert hat. Weil Krishnamurti hat auch seit 70 Jahren vorher in klarer Weise die erwachte Lehre verbreitet, aber keiner wachte auf. Jedenfalls ist es so, dass es heute leichter ist, aufzuwachen. Und es ist auch so, dass wir heute ein bisschen genaueres darüber wissen, was es mit dem Aufwachen auf sich hat. Wenn wir das Beispiel von Ramana nehmen, dann sehen wir, es kommt auf dieses vollständige innere Loslassen an, wodurch dann das Aufwachen in einem Augenblick geschehen kann. Sobald du in der Lage bist, zu diesem vollständigen Loslassen, wachst du auf. Als ich zu meinem Lehrer kam, hatte ich schon 10 Jahre seit dem Studium und danach hatte ich einen spirituellen Lehrer, der auch noch Therapie und Yoga und Gestalttherapie und anderes miteinander verband. Aber als ich dann zu meinem Lehrer kam, war das erste Wichtige für mich zu hören, Aufwachen ist nicht etwas, was durch 200 weitere Reinkarnationen und weitere Leben gefunden werden kann, sondern etwas, was für dieses Leben gedacht ist und verfügbar. Für dieses Leben. Wenn für dich oder für sie dieser Gedanke zum ersten Mal so auftaucht, ist es gut, mal herauszufinden, was macht das mit mir? Was macht es mit mir, wenn das Aufwachen nicht nur etwas ist für Leute, die weit weg sind, sondern wenn es tatsächlich etwas sein sollte, tatsächlich etwas ist, was für mich in meinem Leben, in diesem Leben, gedacht und möglich ist. Für mich hat es mehr verändert als irgendein anderer Gedanke zuvor. Nachdem ich dann meine eigenen Erfahrungen und die Erfahrungen mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe und die Erfahrung meines Lehrers natürlich erforscht habe, und immer mehr der Frage nachgegangen bin, was kann uns dem Aufwachen näher bringen?
immer im Bewusstsein, dass das Aufwachen selber nicht etwas ist, was wir tun können, sondern etwas, das uns geschieht. Wir aber dennoch eine Menge tun können, damit es geschehen kann. Es bedeutet nicht wirklich, dass wir etwas tun und schon gar nicht, dass wir lernen, etwas zu tun, sondern dass wir innerlich lernen, anzuhalten. Dieses Loslassen in diesem Moment des Bewusstseins des Sterbens ist dasselbe wie innerlich vollkommen anzuhalten. Wenn du jetzt mal nach innen gehst, den Blick nach innen wendest und dir vergegenwärtigst, was du innerlich gerade tust. Wahrscheinlich hörst du etwas und wahrscheinlich machst du mit diesen Gedanken etwas. Oder die Gedanken wandern woanders hin. Oder du nimmst ein bestimmtes Gefühl wahr. Und wenn ein Gefühl auftaucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du mit dem Gefühl etwas machst. Dass du nämlich überlegst, was es bedeutet, wo es herkommt, was du damit machen kannst. Wenn Gedanken auftauchen, dann machst du dir Gedanken über die Gedanken, überlegst die, ob die angenehm sind oder nicht. Und so gibt es eine Unmenge des inneren Tuns, von Bewerten, von irgendwo hingehen, von irgendwelche Sorgen machen oder an irgendwelche schönen Ereignisse denken und sich dann bedauern, dass dieses schöne Ereignis so weit weg ist. Jede Menge eines inneren Tuns. Sobald nur ein Gefühl auftaucht, beispielsweise Freude, schon kommen da Gedanken hinzu, warum die Freude nicht schon eher da war. Ob sie morgen hoffentlich auch noch da sein wird. Wem ich sie am schnellsten und am besten jetzt erzählen kann. Oder ob ich sogar Angst habe, dass die Freude so groß wird, dass ich explodiere, dass ich sie nicht aushalte. Also es gibt ganz bestimmte innere Erfahrungen und dann gibt es jede Menge des inneren Tuns. Und anhalten bedeutet, sich mit dieser Erfahrung, die da ist, zu konfrontieren und das ganze Tun zu beenden. Und dann zu schauen, was passiert. Und wenn dann, indem du die Aufmerksamkeit auf das richtest, was du erfährst gerade, der Verstand still wird, dann nimmst du plötzlich innerlich eine andere Realität wahr. Es ist dann so, wie wenn Zeit und Raum einen Riss bekommen. Plötzlich unmittelbare Gegenwärtigkeit und unmittelbares Gewahrsein. Plötzlich auch innerlich so etwas, wie als wenn der Boden weggezogen wäre, dass du in einen leeren, offenen, weiten Raum hineinfällst. Und das kann der Beginn des Aufwachens sein.